Jo Leute, was geht ab meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu ein kleines knackiges Video. Ich hoffe euch geht's gut. Heute zeige ich euch einen Solo Money Glitch, der immer noch funktioniert und deswegen würde es mich umso mehr freuen. Haut den Like-Button rein, abonniert den Kanal. Dankeschön für den Support und wenn ihr mich weiter unterstützen möchtet, kommt alle auf meinen Discord-Server. Gut, hier ist es sehr wichtig Leute, ihr braucht eine Bunker, mobile Kommandozentrale, wo dein persönliches Fahrzeug reinpasst, wie zum Beispiel mein Easy, der gibt mir pro Verkauf 1,9 Millionen, das ist sehr sehr wichtig. Diesen Glitch, was ich euch zeige, wie gesagt, existiert sehr sehr lange. Es gibt hier Gerüchte, auch damals habe ich den Glitch auch bei einer Spielhalle mal durchgezogen. Angeblich kann man den Glitch, das ein bestimmtes Fahrzeug reintun, Basis, Nachtclub, Spielhalle oder Arena. Wir machen das alles natürlich im Nachtclub. Wir brauchen aber ein bestimmtes Fahrzeug. Wir gehen auf die Militärseite, dann gehen wir hier nach unten etwas. Ich muss das mal kurz suchen. Das war hier, genau da unten ist es. Das Fahrzeug oder unten links das Fahrzeug, was ich gerade zeige, könnt ihr auch sehr, sehr gerne benutzen. Wenn ihr Enterprise Starter Pack gekauft habt, könnt ihr dieses Fahrzeug umsonst bekaufen. Das heißt, hier könnt ihr richtig viel Geld machen. Wichtig ist nur, dieses Fahrzeug lasst ihr bitte hier stehen, komplett stehen lassen. Wenn ihr rausgeht, kein persönliches Fahrzeug anfordern. Holt euch einen Helikopter, holt euch ein Straßenauto. Wie gesagt, CEO, Fahrzeuge und den Bastard anfordern und fliegt jetzt einfach rüber zum Nachtclub. Seid bei der Nachtclub jetzt angekommen, wählt das erst von oben aus. Wichtig ist nur, ihr müsst die zwei Fahrzeuge, was ich erwähnt habe, bei Liefereingang Nachtclub reinschmeißen. Zweitens, wenn ihr sagt, hey, ich kann mir den Glitch nicht leisten, ich habe kein Geld oder ich kann den einfach nicht, hört auf, kauft euch auch nicht den Enterprise Starter Pack für so einen Glitch. So, wir steigen einfach mal ein. Hier ist das Timing, wie gesagt, etwas nervig. Oben links ist das Menü. Wenn ihr Pfeiltaste nach rechts haltet, rutscht mein Charakter rüber. Drückt ihr einmal Pfeiltaste nach rechts wieder, rutscht der Charakter rechts nach links wieder rüber. So, wir probieren es mal. Wichtig ist, R1 halten. Wenn ihr merkt, der Charakter rutscht rüber, sofort Gas geben. Ja? Wichtig ist, beides halten. Ne? Hat es bei euch nicht funktioniert wie bei mir, probiert es noch einmal. Das heißt, ihr müsst den Glitch wieder von vorne machen. Bunker, Auto hinstellen, nochmal. Also R1 halten, gucken, also R1 halten und Gas. Ja, wichtig ist, wenn ihr es macht, bitte beide Knöpfe halten, bis ihr spawnt. Und das hier muss bei euch gleich kommen. Zack, Autos da, Autos weg. Das muss bei euch kommen. Geht zurück zum Bunker, wichtig ist wieder, kein persönliches Fahrzeug anfordern, holt euch den Helikopter wieder, ein Straßenauto, lauft rüber, egal was. Wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, spawnt das Auto immer noch hier, also steht immer noch hier, nehmt das Fahrzeug, fährt Richtung MOC. Wenn das Auto vor euch verschwindet, keine Sorge, das Auto wird nicht gelöscht, geht raus, holt euch ein anderes Fahrzeug, dann ist das Fahrzeug wieder da drinnen. Also pass mal auf. Zack. Fahrzeug ist voll. Wir haben jetzt einfach eine Kopie gemacht. Das heißt, das andere Auto, was ein Nachtclub war, ist jetzt ein Easy geworden und dadurch auch ein sauberes Auto geworden. Mein Easy, dessen MOC jetzt drin war, ist jetzt im Nachtclub gespeichert. Geht hin, tauscht das Auto weg, tut das Auto AU parken, macht den Glitch wieder von vorne. Wie gesagt, wenn ihr nicht hinbekommt, hört auf, morgen, übermorgen kommt was Neues. Bleibt gesund, haut rein und tschüss.